Singen in der Öffentlichkeit, Fahrrad fahren, den Wind in den Haaren spüren. Freiheiten, die Frauen im Iran nicht haben. Uns Frauen geht es nicht gut. Unsere Rechte werden mit Füßen getreten. Was macht die Politik denn für uns? Alles gehört den Männern. Wir haben nicht mal das Recht, uns zu beklagen. Ich wünsche mir die gleichen Rechte wie die Männer. Ich will endlich Gleichberechtigung. Auf der Plattform My Stealthy Freedom, übersetzt meine heimliche Freiheit, kämpfen Iranerinnen für ihre Rechte. Es ist eine Online-Bewegung mit mehr als 1 Million Fans. Sie tanzen Freestyle für die Freiheit, lüften ihren Schleier und werden damit zum Symbol einer neuen, selbstbewussten iranischen Generation. Sollen doch die Leute ein Kopftuch tragen, die es uns aufzwingen? Viele Leute haben mich eben schon gewarnt. Vor der Polizei, die man hier hinter mir sieht. Frauen wie sie riskieren viel, denn die Sittenwächter lauern überall, teilweise sogar in Zivil. Seit 1979 herrscht im Iran wieder Kopftuchpflicht. Die Verschleierung ist nur eine von unzähligen Pflichten, mit denen die Iranerinnen jeden Tag leben müssen. Wer sich den strengen Regeln im Gottesstaat widersetzt, wird bestraft. Mit teils mittelalterlichen Methoden. Wer unverschleiert erwischt wird, kassiert bis zu 100 Peitschenhiebe. Im Iran selbst wollte kein Aktivist vor der Kamera darüber sprechen. Zu groß die Angst vor den Konsequenzen. In New York lebt Mazie Ahlinejad. Sie hat die Plattform My Stealthy Freedom gegründet, ihr Leben im Iran aufgegeben. Sie darf nicht mehr zurück. Sie denken, sie haben mich rausgekickt, aber ich bin immer noch da. Social Media ist mein Fenster zum Iran. Für Mazie ist es kein Kampf gegen das Kopftuch an sich, sondern für die freie Entscheidung darüber. Allgemein geht es hier um viel mehr als nur ein Stück Stoff. Das Kopftuch ist ein großes Thema. Die Regierung will der Welt damit zeigen, wir sind nach wie vor ein islamisches Land. Für diese Botschaft nutzen sie den Körper der Frauen. Täglich erreichen sie bis zu 10 Videos aus dem Iran. Von Frauen, die den Schleier lüften und das zeigen wollen. Sie stellen damit in Frage, was für viele mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Sie mobilisieren sich gegenseitig, fühlen sich in der Masse stark. Die Regierung kann Journalisten kontrollieren, Aktivisten unterdrücken, ihnen sagen, das Kopftuch sei eine rote Linie. Mit der Masse auf der Straße geht das nicht. Im Iran herrscht Krieg, jeden Tag. Die iranische Regierung hat Waffen und Munition. Die haben Macht, Geld, Gefängnisse. Die jungen Leute haben Facebook, Twitter und Instagram. Das sind unsere Waffen. Es ist eine kleine Bewegung entstanden, die den religiösen Hardlinern ein Dorn im Auge ist. Eine Gruppe von Frauen, die eins gemeinsam haben. Sie wollen eine Wahl haben und sich und der Welt zeigen, im Iran muss sich was verändern.